Hallo zusammen, wie versprochen gehe ich heute auf das Thema Mobbing ein und zitiere Artikel 1, Satz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Alle Menschen sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren. Zu diesem Thema muss man wissen, dass Mobbing nicht einfach nur eine neumodische Bezeichnung ist, sondern eine immer noch nicht ernst genug genommene extreme Form der Gewalt, die bereits in sehr frühem Alter beginnt bzw. beginnen kann. Deshalb geht es hier nicht nur um das Thema Mobbing selbst, sondern auch um die verschiedenen Arten von Gewalt, so komplex, dass dies nur gemeinsam betrachtet werden kann, um es verstehen zu können. Aggressives Verhalten wird im Allgemeinen negativ bewertet. Dazu muss man aber auch wissen, dass aggressives Verhalten wieder eines unserer Urinstinkte ist und eigentlich zum Selbstschutz dient. Gesundheitlich betrachtet ist das in gewissen, moralisch vertretbaren Zügen tatsächlich auch notwendig. Typisches Beispiel: Misshandlung. Eine Person, ganz gleich ob Kind, Frau oder Mann, sich vor Misshandlung verteidigen muss, ist Aggression überlebenswichtig. Denn nur durch die Aggression kann es der Person überhaupt gelingen, sich irgendwie zu verteidigen. Die Gründe von aggressivem Verhalten gibt es in vier Hauptkategorien. Theorie 1, das biologische Modell. Hier geht man davon aus, dass die Aggression ein angeborenes Verhalten ist, dessen Motivation aus der Evolution stammt. Aus diesem Grund wird auch versucht, die Handlungsbereitschaft von Aggressivität zu beeinflussen. Theorie 2, das lernpsychologische Modell. Das lernpsychologische Modell besagt, dass aggressives Verhalten nicht angeboren ist, sondern von Verhaltensweisen im frühen Kindesalter erlernt werden, zum Beispiel aus dem Elternhaus, enger Familie, Freunden etc. pp. Ein Beispiel: Ein dreijähriges Kind erlebt durch die Eltern, dass aggressives Verhalten zum Erfolg führt, sodass sie diese als Vorbilder nehmen und auf ihre altersentsprechende Art auf aggressiven Weg Forderungen stellen, zum Beispiel auf den Boden schmeißen im Supermarkt. Theorie 3, Frustrations-Aggressionsmodell. Dieses Modell legt frühkindliche wachgerufene Entbehrungserlebnisse zugrunde, beispielsweise wenn zielstrebiges und eigentlich erfolgversprechendes Verhalten von außen, meist sogar von den Eltern oder älteren Geschwistern selbst, behindert wird, was folglich bei den Kindern Frustration auslöst. Beispiel: Wenn ein handwerklich begabtes Mädchen vom Vater mit den Worten „Das ist nichts für Mädchen, sei still und geh weg, sonst bestrafe ich dich gleich“ abgewertet wird. Es darf die Werkzeuge des Vaters nicht benutzen, geschweige sich einen Schraubenzieher nehmen. Auch der Wunsch nach einem Handwerksberuf wird in keinster Weise geduldet. Das Mädchen wird entgegen ihren Begabungen und Wünschen zu einem Beruf quasi gezwungen. Dies hat Frustration zur Folge. Theorie 4, biologische Triebtheorie nach Freud. Sigmund Freud nahm an, dass dem aggressiven Verhalten ein zerstörerischer, destruktiver Antrieb zugrunde liegt, ein mystischer Todestrieb, welchen er als biologische Triebtheorie bezeichnete. Der unerklärbare, deshalb auch mystisch bezeichnete Wille sowie die Lust, Gewalt anzuwenden und dessen Befriedigung in vollen Zügen zu erleben, gar zu genießen, allgemein bei sexuellen Triebtätern. Doch was ist Gewalt und wie äußert sie sich? Hier unterscheiden wir von drei Gewaltkategorien: die private Gewalt, die kriegerische Gewalt sowie die terroristische Gewalt. Zur privaten Gewalt gehören Punkte wie Eifersucht, häusliche Gewalt, Streitigkeiten, Beleidigungen, Provokationen, Vergewaltigung, Erpressung, Kriminalität, Unterdrücken und eben auch Mobbing. Zur kriegerischen Gewalt zählen Punkte wie Aufstände, Kriege, Bürgerkriege, Tötungsdelikte, länger andauernde, zu politischen Zwecken geführte Kriegsgewalt. Die Motive reichen von Religion und Ideologie, Bereicherung bis hin zum persönlichen Profit, wobei Kriege nicht ausschließlich von der Regierung geführt werden. Dies können auch Rebellen, Kriegsherren und auch Drogenbarone sein. Terroristische Gewalt fallen Attentate, nicht von der Regierung geführte Gewalttaten, zum Beispiel Anschläge an der unschuldigen Zivilbevölkerung, nichts mit politischen Kriegen zu tun hat. Rücksichtslose Verbreitung von willkürlich wahlloser Gewalt mit Angst und Schrecken gegenüber Unschuldigen. Welche Formen der Gewalt gibt es? In der Realität erscheinen die Gewaltformen nur äußerst selten getrennt. Meistens ist es eine Kombination aus verschiedenen Gewaltformen. Wer beispielsweise jemanden physische Gewalt antut, erleidet das Opfer gleichzeitig auch psychischen Schaden. Rassistische und fremdenfeindliche Gewaltformen, welche von kulturellen Strukturen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Aussehen ausgehen, können auch in Form von verbalen Attacken die Psyche als auch die Füße des Opfers dauerhaft schädigen. Die direkte Gewalt, ganz gleich ob physisch oder psychisch, ist generell sichtbar.
beispielsweise in Form von Streit, Vergewaltigung, Handgreiflichkeiten, Beleidigungen etc. pp. Nicht zu vergessen, auch finanzielle sowie seelische Ausbeutung gehören zur direkten Gewalt. Oftmals erleiden Gewalttäter in ihrer Kindheit selbst Attacken und werden irgendwann ebenfalls zu Tätern. Ein Teufelskreis, aus dem die ehemaligen Opfer selbst zu Tätern werden. Das Gefährliche dabei ist, dass sich die Täter oftmals nicht helfen lassen und somit andere Menschen ganz gleich bewusst oder krankhaft unbewusst immer mehr schädigen, weil sie ihre Haltung für normal erachten oder schlichtweg uneinsichtig sind. Dabei treten sie sehr wortgewandt, überzeugend und vermeintlich selbstsicher auf. Das versetzt sie mit der Zeit in die Lage, nicht nur instabilen Menschen, sondern auch gestandene Persönlichkeiten so zu beeinflussen, dass sie ihnen irgendwann die Banane als eine Birne verkaufen können. Und genau das passiert eben auch beim Mobbing. Die meisten Mobbingtäter sind genau aus diesem Holz geschnitzt. Wortgewandt, übermäßige, gar übertriebene Selbstsicherheit und realitätsverzerrte Darstellung der eigenen Person, in Kombination mit einer willkürlich angsteinflößenden Unnahbarkeit begleitet werden. Aber warum ist das so? Wie wir nun wissen, sind Täter meist selbst Opfer von Gewalt geworden oder erleiden sie gerade. Doch niemand darf sehen, wie schwach oder verletzlich sie in Wirklichkeit sind. Niemand darf erkennen, welchen Leidensdruck sie gerade durchmachen. Der Einbruch der Schutzmauer würde gleichsam völlige Entblößung bedeuten. Und um diese Unnahbarkeit nicht zu gefährden und sich selbst zu schützen, wählen sie häufig den falschen Weg und werden dabei selbst zu Tätern. Sie werden als durchgeknallt und unberechenbar wahrgenommen, manchmal sogar als Schlägertyp oder Schlägerin. Ich möchte mit ihnen eigentlich nichts zu tun haben und aus dem Weg gehen, denn bedingt durch die Unberechenbarkeit kann man ja nie wissen, wann und warum sie dich irgendwann als das nächste Opfer auserwählen. Man kann sich noch so unscheinbar verhalten, um dem Täter keinen Anlass zu bieten. Denn es gibt genug Gründe für Mobbingtäter willkürlich zu attackieren. Deshalb ist es für Menschen, die täglich mit ihnen zu tun haben, das Beste, sie bleiben wie sie sind und trauen sich auch die Stirn zu bieten. Denn genau mit diesen ersten Gedanken, ich mache mich mal unsichtbar, damit er oder sie mich nicht auspickt, ist der Beginn einer Mobbing-Opferrolle. Mobbingtäter picken sich die skurrilsten Sachen raus, um die Opfer klein zu halten. Religion, Abstammung, Hautfarbe sind die Überbegriffe. Aber oft sind es banale Dinge wie gute Noten in der Schule, Armut und Ausschluss aus der Gesellschaft, Krankheiten und Behinderungen, Stottern, Brille tragen, abstehende Ohren, schiefe Zähne, Zahnspange und so weiter. Die Liste könnte jetzt noch ewig fortgeführt werden. Dabei gehen die Täter sehr erbarmungslos vor und bleiben nicht immer bei verbalen Attacken. Viel zu häufig wird auch körperliche Gewalt eingesetzt. Diese Kombination von psychischer und physischer Gewalt kann Opfer dermaßen belasten und innerlich zerstören, dass sie sich sogar das Leben nehmen. Solche Suizide werden dann vom Täter eiskalt mit den Sätzen "Opfer, die oder der hat es doch nicht anders verdient" kommentiert. Doch wie kann man den Opfern und Tätern helfen? Opfer sollten wissen, dass es keine persönliche Angelegenheit ist. Auch sind sie nicht schuld an diesem Desaster. Sie sind zufällig auserwählt worden. Es kann also jeden treffen. Auf keinen Fall müssen sie sich ändern. Denn wenn du gemocht wirst, dann so, wie du bist. Es ist nicht also dein Problem. Ganz sicher ist es nicht das Problem des Opfers. Doch leider wird auch in der Gesellschaft viel zu häufig weggesehen oder die Gefahren des Mobbings erst gar nicht erkannt. Auch kann man Mobbing wegen der Unberechenbarkeit leider nicht vorbeugen. Auch wenn es eine unbeschreibliche Überwindung kostet, sollte sich das Opfer zuerst auf jeden Fall trauen, das Gespräch mit dem Täter zu suchen und ihn mit den Folgen zu konfrontieren. Zugegeben, das kann im ersten Anlauf sicherlich sehr schwer sein, da sich die Opfer unbeeindruckt zeigen oder sogar angegriffen fühlen, sodass sich ihr Drang verstärkt, dem Opfer noch mehr Leid hinzuzufügen. Hier lohnt es sich aber standhaft und beharrlich bei seiner Position zu bleiben. Wenn nach dem ersten Versuch keinerlei Veränderungen eintreten, ruhig trauen, einen zweiten Anlauf zu starten. Aber bitte Obacht! Dies solltet ihr wirklich mit Bedacht tun. Auf keinen Fall sollte man sich während der Kommunikation verbal oder nonverbal so verhalten, dass es den Konflikt nur verstärken würde. Hierzu zählen ignorieren, provozieren, beleidigen, Grimassen ziehen, Mimik und arrogante Körperhaltung, schreien und so weiter. Auch wenn es schwer fällt, lautet die Devise Verständnis zeigen. Zu versuchen, einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren, wenn möglich leicht zu lächeln, leise bzw. in einem normalen Tempo zu reden. Das sind selbstverständlich nur wenige Stichpunkte. Egal wie unüberwindbar der Konflikt sein sollte, sollte man
so gut es geht, versuchen, Konfliktlösungsstrategien zu finden, am besten sogar noch während des Gesprächs. Auch kann hier ein festgelegter Termin gar nicht so verkehrt sein. So hätten alle Beteiligten die Möglichkeit, sich vorab Gedanken zu machen und eventuell Notizen mitzubringen. Hier kann es hilfreich sein, das Problem klar zu definieren, zum Beispiel durch aktives Zuhören aussprechen lassen, du oder ich Botschaften vermeiden, worauf im Anschluss schon die Lösungssuche gestartet werden kann, indem man sich beispielsweise mehrere Lösungsvorschläge ausdenkt, sie aufschreibt und letztlich zu einer gemeinsamen Lösung verbindet. Hier ist doch wichtig, dass dies ohne Bewertung und Abwertung stattfindet. Wenn also die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, sodass die Vorschläge für alle Konfliktpartner annehmbar sind, kann man dazu übergehen, den Lösungsplan schriftlich festzuhalten. Die gefundene Lösung schriftlich festhalten, den Beginn und einzelne Tätigkeiten auflisten, eine Wer-tut-was-Liste erstellen, den Zeitpunkt festlegen, wie und wann der Erfolg überprüft werden soll. Die Bemühungen können aber auch erstmal ins Leere laufen, beziehungsweise die Situation könnte sich verschlimmern. Dies kann zur Folge haben, dass sich das Opfer aus Angst in sein imaginäres Schneckenhaus zurückzieht. Erste Anzeichen können nach Ausgrenzung der Rückzug sein. Dem Opfer fällt Kommunikation immer schwerer, sie stottern plötzlich aufgrund der entstandenen Unsicherheit. Bei diesen Anzeichen sollten andere schon einschreiten, um dem Opfer zu helfen. Ja, selbstverständlich bedeutet das eine Menge Mut und Überwindung, denn die Zuschauer haben sich meist inzwischen auch vom Opfer abgewendet und möchten am besten gar nichts mit der Sache zu tun haben. Immerhin könnten sie ja auch zum Opfer erkoren werden. Doch diese Ausgrenzung und das Stillschweigen der Zuschauer befreit sie nicht von ihrer Schuld. Jeder einzelne Zuschauer, der nicht anschreitet, ist ein Mittäter. Das muss man knallhart sagen. Man muss gegenüber dem Opfer, der ohnehin schon eingeschüchtert ist, nicht mit der Tür ins Haus fallen und ihn überfordern. Meist reicht im ersten Anlauf ein kleines Gespräch, eine kleine Andeutung zur Bereitschaft zuzuhören. Und wenn du dich selbst auch noch nicht traust, dann schreib doch einfach einen einfühlsamen Brief, ganz egal ob per Mail oder handschriftlich. So ist es dem Opfer sogar möglich, die Briefe mehrmals zu lesen, um sich eventuell an den Überwindungsgedanken zu gewöhnen. In der Realität traut sich das Opfer nämlich gar nichts mehr, bleibt fern von der Schule, von der Arbeit, was dazu führt, dass die Opfer dann auch noch ungerechterweise als asozial betitelt werden. Auch wird leider viel zu wenig eingeschritten und geholfen. Keiner möchte sich der unangenehmen Situation annehmen, sodass das Opfer gänzlich alleine in eine beinahe unüberwindbare Spirale gerät. Spätestens hier ist professionelle Hilfe gefragt. Wenn man also als Außenstehender eigentlich helfen möchte, aber dennoch anonym bleiben will, muss man nicht wegsehen und auch nicht schweigen. Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen oder zumindest einen Weg zu zeigen. Gerade in der heutigen Zeit gibt es dank der fortgeschrittenen Technologie so viele Kontaktmöglichkeiten. Mails oder Nachrichten können heutzutage auch anonym verschickt werden. Ein Fake-Account könnte hier mal zu einem guten Zweck dienlich sein. Dies kann man ja später ohnehin wieder löschen. Auch Briefe oder Postkarten müssen nicht unbedingt mit Namen versehen werden. Vielleicht sucht man sich sogar eine Postkarte aus, die vorne bereits eine motivierende Botschaft enthält. Ansonsten würde es vollkommen ausreichen, dort Kontaktadressen von Hilfestellen zu hinterlegen. Entweder legt man diese ganz vorsichtig in dessen Tasche, wenn man die Möglichkeit davon hat, schmeißt sie in den Briefkasten oder sendet sie einfach mit der Post. Ihr müsst, nein, ihr dürft nicht schweigen. Es gibt so viele Wege zu helfen. Links zu Hilfestellen habe ich euch auch hinzugefügt und ich hoffe, dass ihr aus meinen Worten Inspiration schöpfen konntet und freue mich darüber, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Diesen Freitag startet die Zeit des Krebses. Ich werde euch also diesen Freitag den Krebs vorstellen. Mit seinen positiven, negativen Seiten, seine Typologie und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und bis dahin schön den Horizont erweitern. Tschüss!